Jetzt habe ich es. Bin da. Wer noch? Kann losgehen. Nicht die Mama, nicht die Mama. Nicht die Mama. Habe ich überhaupt Mikrofonausschlag? Ja, habe ich. Also wenn dein Mikrofon einen Ausschlag hätte, würde ich mir langsam Gedanken machen. Ja. Diesen Ausschlag. Du bist ein Judith. Ja. Ich würde sagen, Community, ich mach die Kamera kurz an, um dir irgendwas zu zeigen, aber warte, ich mach den Moment. Ich weiß, was du mir zeigen willst. Es ist in der Mitte deiner Hand. Ja. Und geht steil nach oben. Ist aber für Luzi. Ach so. Gut. Ist okay. Der war für Luzi und sie weiß warum. Ja, okay. Genau. Weißt du schon, wofür der war? Notizbuch. Okay. Gut. Ihr habt euch also diesen Gang hinunter bewegt und dort die Überreste wieder so eines Steingolems, einer Steinkreatur passiert. Als Morana, Luna und Firiel eine Bewegung in den Überresten dieser steinernen Kreatur bemerken. Doch es ist nicht die Kreatur selbst, sondern etwas anderes. Und ihr erkennt aus den Augenwinkeln etwas dunkelgrün-schwarz glänzendes, Chitinartiges. Und gerade als ihr herumfahren wollt, ertönt ein durchdringender, kreischender Schrei, der euch durch Mark und Bein fährt. Und ich bekomme von euch allen einen Wisdom Saving Throw. Das fängt ja geil an. Auf der Suche nach dem Sinn meines Lebens, sagt ich Morana, ich habe eine 11. 8. 11, 8. 15. 15. 15. Damit sind Firiel und Morana frightened. Sprich, ihr habt Disadvantage auf Fähigkeitenchecks und Angriffswürfe, solange ihr die Quelle dieser Furcht seht und ihr könnt euch nicht nähern dieser Quelle. Mhm, unpraktisch. Mhm. Oh, ich bleib dabei hier so stehen hinter der Sonne. Dann ich jetzt einfach zu. Bekomme ich von euch allen einen Initiativewurf, bitte. War doch klar. Da sind wir doch wieder im richtigen Manöver. 12. 5. Mhm. 15. Moment. 7. Beatrice 5. Ja. Morana 15. Ja, hätte ich den Watchers Will gehabt vorher, wäre das ein bisschen leichter gewesen. Luna 7. Was hatte Firiel? 12. 12. Okay. Dann ich für den Cleric ist es gar nicht mehr so blöd, als letztes dran zu kommen. Oh Gott, jetzt muss ich mich ja wieder selber um Musik kümmern. Ja! Dafür vermisse ich Foundry gerade. Voll unvorbereitet. Ich Gott, erst. Ah, nein, nicht. Ah. Help. Ah, Gott. Ah. Oh. Ich brauche dringend einen zweiten Bildschirm. Frag mich sowieso, wie du mit einem überleben kannst.
Geht irgendwie. Nicht das, was ich wollte. Okay. Das hat mir eigentlich Angst gemacht. Und Beatrice ist surprised. Hat sie gefummelt? Nee, aber die Passive Perception war zu niedrig. Ach so. Gut. Ah, mit Hammer. Morana ist als erstes dran. Ist aber geviert. Firiel ist als zweites dran. Ist geviert. Dann, was euch Angst macht, ist zum einen dieser durchdringende, widerwärtige Brei, der euch das Blut in den Adern hat gefrieren lassen. Und ihr seht jetzt auch, was diesen Brei ausgestoßen hat. Es ist eine ungefähr armlange Kreatur auf vier dünnen, chitin-gepanzerten Beinen. Ein ebenso von Chitin geschützter, dünner, sich aufbäumender Leib. Vorne ein Kopf mit Hühlern und Beißzangen um etwas Maulähnliches und zwei dünnen, klauenbewehrten Armen. Das Beste ist, ich habe die ganze Zeit eben Brei verstanden, wo du Schrei gesagt hast. Ist vielleicht ein schlechter Koch, das Ding. Können wir uns einfach darauf einigen, ihr geht euren Weg, wir gehen unseren Weg oder geht weg? Da bitte eine Armlänge Abstand. Zwei. Auch gerne drei. Ich hab euch ein Bild in Discord. Ah ja. Gepostet. Ja, gut. Ich hätte ohne leben können. Ich glaube, ich sehe das falsche Bild. Im falschen Discord. Moment. Nein, kein falsches. Oh, ja. Ich war gerade so. Ah, süß, ja. Morana. Gibt's eine Säule? Irgendwas, wohinter man sich verstecken kann. Das Einzige sind eigentlich die Überreste von der Steinkreatur und mitten in diesen Überresten sitzt dieses Viech. Du kannst dich gegen eine Wand drücken oder sowas. Das ist so der maximale Abstand. Also du bist durchaus handlungsfähig, traust dich aber nicht näher ran, als du gerade schon bist. Ich würde mich ja sogar hinter Luna verstecken. Die Möglichkeit besteht. Dann mache ich das mal. Und also angreifen kann ich noch. Ja, aber allerdings mit Nachteil. Also du musst mit zwei Würfeln würfeln und den schlechteren Wurf nehmen. Okay, wir nehmen Dolch und schmeißen ihn mal einfach blind Richtung Kreatur in der Hoffnung, irgendwas zu treffen. Und also erstmal habe ich eine 3. Wie viel schlechter kann es noch werden? Dann hätte ich eine 6 oder eine 7, also eine 6. Nicht, dass das, glaube ich, irgendeinen Unterschied. Nein. Was hast du gleich noch für einen... eine plus 6 hast du auf deinen Angriff. Morana schleudert mit etwas zittriger Hand
das Messer nach der Kreatur. Dadurch wurde der Wurf leider etwas ungenau und prallt wirkungslos vom Panzer der Kreatur ab. Sonst noch irgendwie etwas? Tipp mal so Luna auf die Schulter. Holst du mir denn nachher wieder, ja? Dann, wenn Morana... Da bin ich hinter Luna. Okay, dann ist Iriel dran. Ich muss kurz was nachlesen. Luna, du machst das schon. Ich caste Shield of Faith auf Luna. Obwohl das gerade nicht machen will. Du bekommst diese... plus 2 AC. Ja. Ich weiß gar nicht, wie nah stehe ich an dem Viech gerade. Ihr seid nicht alle nicht in Nahkampfreichweite. Ja, ja. Ich bleibe da, wo ich bin, auch wenn ich so das Gefühl habe, weggehen wäre geiler. Aber eigentlich, normalerweise tue ich diese Dinge nicht. Also bleibe ich da, strecke eben hebe meine Hand auf, caste eben Shield of Faith auf Luna. Und als Action... Ja! Kann ich nicht viel machen. Auf das Viech zeigen. Du bist ekelhaft. Du bist absolut ekelhaft. Ich habe keine Fernkampfwaffe. Mit Deutsch werfen will ich nicht. Das. Ich glaube, das hat ihm nicht wehgetan. Nein. Ist mir egal. Just putting a statement. Dann bin ich fertig. Ich brauche unbedingt eine Fernkampfwaffe. Die Kreatur reißt wieder auf. Nicht so schrecklich wie zuvor, aber immer noch widerlich genug. Tut in den Ohren weh. Und wendet sich dann Luna zu. Ja. Ich hab's ausgewürfelt. Ja. Und try to hit. Greift diese an. Und wie viel AC hast du jetzt? Einmal schlägt sie mit ihren Klauen zu. Mhm. Eine 9 vergessen wir gleich mal. Und dann versucht sie, sich an Luna festzubeißen mit ihren Hauwerkzeugen. Eine 12 ist irgendwie nicht viel besser. Dong. Die Zähne und Beißzangen der Kreatur gleiten mit einem unglaublich ekelhaften Kreischen von der Metallrüstung von Luna ab. Also stellt euch mal vor, so dieses klassische Kreide über Tafel oder... Gut. Dann war das für die Kreatur. Dann wäre Luna damit dran. Beatrice nicht? Nee, macht ihr dran. Hat eine 5 gewürfelt und ist surprised. Ah, okay. Wie weit ist das von mir entfernt ungefähr, das Vieh? Jetzt in Nahkampfreichweite. Okay. Hab ich eine Ahnung, ob das Frighten von den anderen... Ich kann ja wahrscheinlich davon ausgehen, dass die irgendwie verängstigt sind. Ob das dauerhaft ist oder ob das nach einer gewissen Zeit wieder weg sein könnte. Weil dann würde ich nämlich schon komplette Planänderung machen, was ich eigentlich vorhätte. Au, 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 das Vieh!
Ja gut, eigentlich bist du noch nie so einer Kreatur begegnet. Ja, aber ich merke ja, dass er... Ja gut, dann machen wir es hin, halt in späteren Runden. Ja gut. Moment, ich brauche mal die andere Woche. Mit dem ersten schlage ich besser zu. Mit dem ersten sticht man besser. Nein, aber ich habe spezielle Angriffswürfe, mit denen ich eigentlich relativ gut treffe. Ich versuche mal zu schlagen mit meinem Warhammer. Mhm. Sie hat den Gag nicht verstanden, habt ihr gemerkt? Ja. Das ist eine 12. Hit, wird wahrscheinlich nicht treffen. Nein, das prallt von dem Panzer ab. Habe ich schon halber befürchtet. Dann würde ich noch einen Zauber wirken und ihr seht, wie hinter der Kreatur sich langsam beginnen, Schatten hochzugehen, die langsam beginnen, eine Form anzunehmen, in Form von einem Wolf. Und da, wo die Augen sind, glüht es weiß. Kasse Spirit Weapon. Nice. So. Dann nochmal. Ach, come on, 12 trifft euch. Das war's dann. Die Panzerung des Wesens hält. Beatrice war eigentlich sowieso als letztes dran. Dann, ja. Was macht Beatrice? Ja, was mache ich? Das ist mir definitiv nicht wohl, dass die da der Kreatur uns da so einfach angreift. Deswegen gucken wir mal, wie sie einen Strahl konzentrierten Lichts verträgt. Mit einer 13. Der Strahl konzentrierten Lichts verfehlt die Kreatur knapp. Hab ich mir fast gedacht. Ganz schön wendig. Mhm. Nee, wir sind einfach nur unfähig. Ja, aber das wollte ich jetzt nicht so direkt. Das müssen die anderen nicht wissen. Es ist niemand außer uns da und wir alle wissen, dass wir unfähig sind. Okay. Ja, Bonus-Action habe ich keine. Und ich will definitiv nicht näher ran. Obwohl Beatrice nicht gefiert ist, aber nachvollziehbar. Können wir tauschen? Damit wären wir wieder bei Morana, die sich anscheinend mittlerweile an den Anblick der Kreatur etwas gewöhnt hat, da das Wummern in ihrer Brust und der Schauder auf ihrem Rücken abebbt. Sprich, sie ist nicht mehr gefiert. Oh, ohne Safe? Cool. Yeah. Ohne Safe. Der Vieh hält tatsächlich nur eine Runde von dem Viech. Ja, gibt ja unterschiedliche. Ja. Ja, deswegen war auch meine Frage, ob das länger oder... Ja, aber du konntest es nicht wissen. Oder der Charakter konnte es nicht wissen. Okay, also ab sofort wieder normale Aktion ohne Einschränkungen für Morana. Und dann auch für Firil. Ja, da werde ich meine großzügige Deckung ja natürlich ja trotzdem nicht aufgeben, aber da ich ja jetzt einen Verwundeten direkt in der Nähe habe, würde ich ja die Peitsche ziehen und direkt mal Sneak Attack drauf machen. Mhm. Auf das Viech in der Hoffnung oder im Versuch. Es hätte Ärmchen gehabt, ne? Ja gut, du machst eine normale Attacke und Sneak kommt dazu. Ja. Okay. Ja, auf jeden Fall versuchen die Ärmchen zu treffen bzw. festzuhalten. Eins davon. Was? Eins? Eins von den Ärmchen. Also, ein Ärmchen. Nicht mich beide, nicht alle, sondern eins. Also so wegspreizen quasi. Mhm. Dann würfel deine Attacke. D20. Also erstmal habe ich eine 7. Insgesamt? Insgesamt oder gewürfelt? Nee, das ist der 20er gewesen jetzt gerade.
Also eine 7. Ist jetzt die Sneak Attack auch noch? Nee, die Sneak Attack ist kein weiterer Angriff. So. Zusätzlicher Schaden. Ist das so, was bei der Waffe steht, dazu rechnen? 7, das ist eine 13, die deine Peitsche verfehlt ganz knapp dein Ziel. Es knallt, aber geht ins Leere. Was ist das? Ja, ich nehme wieder meine Position hinter. Dann wären wir bei Firil. Erreiche ich das Viech, wenn mit meinem Movement? Ja. Dann hole ich mit meinem Großschwert aus, laufe aber so, dass ich keinen meiner Leute dann mit meinem Schwung erwische und schlage einmal damit zu. Mhm. Hier drauf drücken. Da. Ist denn nicht, was ist denn das heute? Ja, das Viech ist irgendwie so schleimig und eklig und gelenkig, dass es sich meinem Schlag entzieht. Der wuchtig in den Sandboden sich gräbt. Das Gute ist, solange es auch verfehlt, ist alles. Okay, noch irgendwie eine Bonus-Action oder sowas? Nachdem ich getroffen habe, nicht getroffen habe. Nicht? Nee. Ich habe viele Bonus-Action. Aber ich habe, das ist alles Magie. Und ich konzentriere mich schon auf einen Zauber, also. Okay. Dann. Dann versucht die Kreatur wieder Luna zu beißen. Eine 14. Dong. Und mit den Klauen nach ihr zu kratzen. Eine 22. That hit it. Okay. Hilft auch mein Shield of Faith nichts gegen. Die dünnen Klauen der Kreatur bohren sich in Lücken der Rüstung von Luna. Und sie bekommt 6 Piercing Damage. Das war's dann schon wieder für diese Kreatur. Reicht. Damit wäre Luna dran. Ja, die Rekrutsche kommt, versuche ich mal mit dem Kekshammer. Mhm. Kekshammer. Kekshammer finde ich cool. Ja. 15 to hit. Der Kekshammer schlägt wuchtig in die Seite der Kreatur. Sie schreit schmerzerfüllt auf und du darfst Schaden würfeln. Yes. Ich muss mir gerade ein bisschen an den neuen Würfelart gewöhnen. Das könnte jetzt ein bisschen gehen. Ja. Bludgeoning Damage. Das hat es leider kurz verschluckt. Wie viel waren es? 8. 8. Danke. Also einmal kurz mit dem Kriegshammer von der Seite herkommt. Und Bonus Action. Mein kleiner Schattenwolf versucht mal zu beißen. Mhm. Oh, ja, ich würde sagen, der beißt. 23 to hit. Ja. Der verbeißt sich in eines der dünnen Beine der Kreatur. Er macht 8 Force Damage. Okay. Kreatur zischelt und faucht wütend. Und damit wäre Beatrice dran, wenn ich es richtig sehe. Auch ein neues.
Wir reden nicht drüber. Ende. Okay. Der helle Lichtstrahl. Sagen wir, es ist knapp am Fumble vorbei. Der helle Lichtstrahl lässt Sand emporsprühen, aber scheint die Kreatur nicht weiter zu beeindrucken. Beatrice, ich glaube, wir sind heute nicht in Form. Ich war in Kämpfen noch nie in Form, was das Treffen anbelangt. Gelegenheit zu üben. Dann ist Morana wieder dran. Dann versuchen wir das gleiche wieder mit der Peitsche, aber diesmal ziehen wir auf ein Beinchen. Mhm. Vierundzwanzig klingt gut. Ich glaube, ich bin richtig, aber ja. Eine 7. Kriegst du noch Sneak, weil ich dabei stehe? Warte. Ich muss erstmal wieder würfeln. Und 8. Aber eine 15. Die Peitsche trifft das Wesen, das wieder zornig aufschreit. Und der Panzer zeigt schon langsam Brüche und Risse. Aber es kann sich dem Griff der Peitsche entwinden. Und wieder hinter Luna. Damit wären wir wieder bei Firiel. Firiel, ein bisschen angestachelt von diesem Fehlschlag. Erst überrascht werden, erschrecken und dann nicht treffen. Das ist so... Ja, das sieht schon besser aus. Was war denn hier? 23 to hit. Ach ja, doch. Knapp. Ja, sie war jetzt gerade so ein bisschen... Ich meine, die muss irgendwie immer erst sauer werden. Und es wären dann 7 plus 4, 11 Schaden. Ich hatte denn eigentlich? Slashing. Das heißt eigentlich, sobald wir irgendwie hören, rollt Initiative, müssen wir erstmal Firiel eine Ohrfeige geben, damit sie dann sauer ist. Und aber ich möchte sauer auf die Gegner sein, nicht auf euch. Ja, ja. Die Wut wird dann umgelenkt auf den Gegner. Ich glaube, diesen Job kann Morana übernehmen. Firiels Klinge bricht auch durch den Panzer der Kreatur und wärzlich-grünliches, leimiges Blut spritzt hervor. Aber das Wesen rappelt sich wieder auf und wendet sich deshalb jetzt Firiel zu. Hi. Und erst bei der Biss. 19. Das trifft. Bei Concentration muss man dann die Hälfte würfeln, oder? Also entweder 10 oder halber Schaden, je nachdem, was höher ist. Okay, so, dann schauen wir mal. Was für Schaden? Was höher sein wird. Den brauche ich und den brauche ich. Das sind auch 12 Piercing Damage, als sich das Wesen kurz in Firiel verbeißt. Und ich schüttel meinen Arm nach vorne weg. Concentration bleibt. Okay. Gerade so. Und dann haben wir noch... Lass das! Geh weg, geh weg, geh weg! Sturm!
20 mit den Klauenärmchen. Ihr übertreibt halt, ja. Wie viel Schaden? Moment. Das sind nochmal 8 Schaden. Mhm. Oh, ich muss mal singen, ganz kurz. Bei uns stürmt es gerade. Der fliegt gerade auf dem Balkon rum. Ja, stimmt. Das Shield of Faith fällt leider, weil ich nur eine 9 habe. Okay, damit wäre dann Luna dran. Oh! Ein Wölfchen versucht mal zu beißen. Mhm. 14? 13, tut mir leid. Da mit 13 schnappt er daneben. Hm, Mist. Dann versuche ich nochmal mit dem Kriegsel mal hinterher zu schlagen. Mhm. Vergiss es. Das Was können Wesen wir weicht dem Schlag aus. Damit wären wir bei Beatrice. Keine Lust mehr auf Licht. Ja, dann machen wir doch mal wieder Withered Bloom. Um die Kreatur herum sieht es erstmal so aus, als würde der Boden komplett sterben und um Firel herum sieht alles so aus, als würde es blühen. Und das macht bitte einen Con-Save. Mhm. Und Firel, wenn du magst, du darfst einen deiner Hit-Dice ausgeben. Mag ich sehr gerne. Oh Gott, und bekommst, du hast einen W10. Plus 4 für meine, von meiner Intelligenz. Ich gehe jetzt mal dezent davon aus, dass ein Con-Save von 5 nicht ausreicht. Nein, dann kriegt das Ding 8 Necrotic Damage. Oh. Okay. Die Kreatur zuckt unter dem Zauber von Beatrice zusammen und windet sich etwas, augenscheinlich in Schmerzen, richtet sich dann aber wieder auf. Wie viel hat Firel geheilt? 7. 7. Bei 27. Dieses Wesen lässt wieder ein zirrendes Fauchen los in die Runde. Aber damit wäre Morana dran. Die macht sich das gerade sehr einfach. Er hält zwar die Peitsche in der einen Hand, nimmt aber jetzt einen zweiten Dolch in die andere. Und lässt den auch mal Richtung Wesen fliegen und versucht, so den Halsbereich zu treffen. Mhm. Da wir uns ja immer noch hinter der lieben Luna verstecken. Ich nicht. Ich. Morana spricht von sich immer in der Mehrzahl. Sie hat einmal eine 21. Und dann kommt eine 6 und 10. 16. Also dein Angriffswurf war dann 16. Er war eine 6. Genau, und die Sneak Attack war jetzt gerade 10. Achso, die Sneak Attack ist immer Schaden. Wir reden nur vom Angriff erstmal. 21 zu Hit war's. Genau, 21 war der Hit. Ah, okay. Ah, jetzt. Okay. Ja, das trifft. Und dann der Schaden war dann insgesamt 16. 16. 16. Okay. Jetzt hat sie eine rote Runde. Wieder
wird die Kreatur schwer getroffen. Rappelt sich aber erneut auf. Dyriel. Möchtest du dich nicht entscheiden zu verschwinden? Sie holt wieder mit dem Großschwert aus und trifft wahrscheinlich wieder mit 23. Ja. Max Schaden. 12 plus 4 sind 16. Das, was hab ich gesagt? Slashing. Firiel ist anscheinend sehr überzeugend in ihrem Wunsch, dass die Kreatur verschwinden möge. Wobei sie nicht direkt verschwindet, aber durch den heftigen Schwung des Zweihänders von Firiel. Großschwert. Oder des Großschwertes von Firiel in zwei blutig schleimige Hälften gespalten wird, die leblos in den Sand sinken. Und damit kehrt wieder die gespenstische Ruhe in die steinernen Hallen des Tempels ein. Wie sehr sieht Firiel noch verletzt aus? Würdest sagen, drei. Also. Sie hat halt ihre Kratzer und diese Bisse, aber es ist soweit okay. Also, so erfüllt. Jetzt Fallen einzugehen. War schon schlimmer. Würde Luna zu dir gehen, was vor mich sich hinmurmeln und Cure Wounds auf dich casten auf dem ersten Level, du kriegst 9 HP zurück. Ja, sie streicht sich so mit der Hand über diese Bisswunde, die jetzt langsam verschwindet. Und ich so, noch ein Loch. Ja. Dankeschön. Ach, ich habe mal eine Frage. Also auch wenn wir die Kreatur jetzt in nicht mehr einem Stück sehen, würdet ihr sagen, das ist ein Skorpion? Nein. Nein. Außer ich hätte in den Biologiestunden komplett irgendwas nicht mitbekommen. Es hat eher was von Gottesanbeterin, irgendwas in der Richtung, aber auch nicht so hundertprozentig. Es ja, ist von einem übergroßen Insekt. Ja. Wir sind uns einig, ist was, das gehört sich so nicht. Punkt. Schon gar nicht in der Sonst Größe. Hätte ich gefragt, warum wir es nicht mit der Schriftrolle versucht haben. Nicht, dass wir gerade so wirklich die Gelegenheit dazu gehabt hätten. Das wäre ein Versuch wert gewesen, aber es handelt sich ja eindeutig nicht nach euren Ansichten um ein Skorpion. Nein. Nope. Nein. Keine Scheren, kein Schwanz mit Stacheln. Gut, dass du gesagt hast, Stachelnwallschwanz sehe ich. Okay. Morana guckt sich um. Um zu eruieren, wie die Umgebung aussieht. Ihr befindet euch eben in diesem abwärtsführenden, relativ großen Gang. Und direkt bei euch die schleimigen Überreste der Kreatur. Und daneben der Steinhaufen, die Überreste einer Steinkreatur, aus der dieses insektenartige Wesen hervorgekrochen ist, um euch anzugreifen. Also die ist aus so einem zerbrochenen Statuending rausgekommen, oder wie? Ja, das sieht so ähnlich aus, was da am Boden liegt. Ich gucke mich um, untersuche das ein bisschen aus der Ferne so. Ich würde einfach gerne wissen, ob ich damit rechnen muss, dass mehr davon hier sind. Anhand von Spuren, Chitin-Abstreifungen, keine Ahnung, ob die sich häuten, sowas halt. Was schaut Firiel alles genauer an? Also Bewegungsspuren, jetzt muss ich gerade nochmal nachgucken. Hm.
guck eben nach diesen Fußabdrücken, ob dieser Schwanz irgendwie Schleifspuren hinterlassen hat und ob es den Einschein hat, also nach Größenordnung von den Abdrücken, ob da mehrere sind. Also so eine optische Untersuchung des Ganges. Genau. Und halt auch aber Ritzen in den Wänden, von denen man aus könnte, könnte es da auch wieder raus, noch mehr rauskommen. Mhm. Gib mir einen Investigation-Wurf. Ja, was habe ich? 12. Mhm. Firel blickt sich konzentriert in dem Gang um, kann aber keinerlei weitere Spuren von derartigen Wesen erkennen, außer denen, die direkt in eurem Umfeld, in dem ihr gekämpft habt, zu sehen sind. Kann jetzt was Gutes sein, oder? Zumindest hier scheint nichts weiter zu sein. Ich kann auch ausschließen, dass diese Kreatur aus der Statue gekommen ist. Also, dass sie sich nicht diese... Also, nicht hervorgebrochen ist oder nicht wie eine Haut ab... Wahrscheinlich hat sie als Versteck geplatzt ist. Also, dass diese Statue wäre was anderes gewesen und nicht so ein Vieh. Ja. Ich würde tatsächlich das Unangenehmste vornehmen und tatsächlich mir dadurch, dass das Innenleben ja eh schon quasi freigelegt ist. Absolutiert, ja. ja, mir das Innenleben mal anschauen. Mhm. In der Zwischenzeit würde... Wo liegt denn der Dolch von Morana? Den, wo sie geworfen hat, in einer. Der liegt nach kurzem Umsehen so etwas auf dem Steinhaufen. Aus dem das oft so, so in dem gekommen ist. Gib mir für Beatrice einmal ein Nature-Check und ein Arcana-Check. So. Nature eine 15. Mhm. Und Arcana eine 17. Okay. Beatrice betrachtet sich die Überreste dieses Wesens genauer und es ist irgendwie einerseits sieht es tatsächlich nach einer Anordnung innerer Organe aus, Gehirn, Adern, Verdauungssysteme, Herz, Lungen. An sich irgendwie da, aber Beatrice hat gleichzeitig das Gefühl, dass alles irgendwie nicht so richtig ist. Einerseits, die natürlichen Anlagen sind da, aber gleichzeitig wirken sie auch irgendwie unnatürlich. Und mal kurz was nachschauen. Und Beatrice beschleicht irgendwie das Gefühl, dass diese Kreatur eigentlich nicht auf dieser Ebene sein sollte, sondern irgendetwas Extraplanares ist an ihr. Womöglich ist es das, was diese Innereien auch so
nicht richtig wirken lässt. Also, ich habe Neuigkeiten. Die wäre in der Zwischenzeit, merkst du, Morana, wie was auf die Schulter getippt wird? Du schießt den Knauf von deinem Dolch. Ah, danke. Und was für Neuigkeiten sind das denn? Und werde ich sie mögen oder eher nicht? Wahrscheinlich eher nicht. Das wirst du im Grunde selbst feststellen, ob du sie magst oder nicht. Also, um es kurz zu fassen, diese Kreatur kommt nicht aus unseren Gefilden. Nicht, was ich hören wollte. Inwieweit das jetzt gut oder schlecht ist, enthalte ich mich erstmal eines Urteils. Die hat uns angeschrien und wollte uns, keine Ahnung, das fressen. Wenn uns hier unten eine Statue angreift, dann ist das auch nicht unbedingt so, ja. Ja, fair point, ja. Aber du hast wahrscheinlich keine Ahnung, von wo sie kommen könnte. Naja, bisher kenne ich das eigentlich immer nur so, dass die Dinger eigentlich nichts Bleibendes hinterlassen. Ist schon lange her, dass ich sowas gesehen habe, aber hat das Ding irgendwelche Ähnlichkeit mit unseren Artino? Ich befürchte es, aber ich würde nicht unbedingt meinen Abschluss darauf verwenden, aktuell. Waren das nicht diese Viecher, wo sich da hinten im Hinterkopf einsetzen? Ja. Also das Gruseligste in meiner Vorstellung wäre jetzt, dass diese Statuen hier alles humanoide Lebewesen waren, die von Bartinom infiziert sind, die herangereift sind und dann puff, aus dem Stein heraus und jetzt hier rumherwandern. So erschreckend wie diese Theorie ist, desto möglich klingt sie mir und desto schneller möchte ich hier verschwinden. Das gefällt mir ja gar nicht. Gut, warte mal, lass mich mal bitte meinen zweiten Dolch suchen. Ich glaube, Luna hatte nur einen Dolch gefunden, ne? Und jetzt suchen wir mal den zweiten Dolch, den Morana geschmissen hat. Irgendwo zwischen dem Zeug. Morana sucht etwas auf dem Steinhaufen herum und kurz bevor sie ihren Dolch tatsächlich wiederfindet, bemerkt sie in den Spalten zwischen den Steintrümmern irgendetwas feuchtglänzendes, das aber etwas tiefer unter den Steinblöcken begraben scheint. Irisch aus Neugierde. Sie hebt ihren Dolch auf, würde mal in diese Richtung gehen und anfangen mit dem mit der Dolchspitze zwischen den Steinen rumzustochern. Morana popelt da etwas zwischen den Steinen herum und kann dann etwas ans Licht bringen, das aussieht wie eine leicht durchscheinende, dickere, schleimige Haut. Und sie scheint ein Fetzen von
mehr, noch mehr von diesem Material zu sein. Ich hätte jetzt irgendwie Eierschale befürchtet. Dass sich dahinter so erstreckt, so noch weiter? Oder hat sie das jetzt rausgeholt? Sie hat jetzt so einen Fetzen rausgeholt, aber da scheint noch mehr davon drin zu sein. Haut oder was? So ledrig, hautartig, durchscheinend, schleimig. Sie hält's mal hoch, so mit spitzen Finger. Kann damit einer irgendwas anfangen? Da hinten ist noch mehr. Ihr dürft alle mal einen Nature-Check machen. 21. 1. 10. Mhm. Es war überall eine 1 dabei. 14. Okay. Beatrice und Luna, ihr habt beide das Gefühl und den Eindruck, wobei Beatrice noch etwas schneller ist, dass das aussieht wie die vergrößerte Variante von den Hüllen von Insekteneiern. Es sind Eierschalen. Ja. Herzlichen Glückwunsch, du hast ein Nest gefunden. Sie lässt es so fallen, also sie dreht sich weg, lässt es fallen und zeigt auf das Loch. In der Wand. Wer wollte nochmal hier durchgehen? Hat. Und sie guckt Marana an. Ey, jeder Weg ist genauso schlecht wie der andere. Ja, ich weiß. Danke, Beatrice. Und du, meine liebe Firiel, hast letztens gesagt erst, ja, also der Weg ist zwar offensichtlich da in dem Saal, aber vielleicht ein bisschen zu kompliziert, oder warst du's? Und zeigt so zu Beatrice. Nein, ich weiß nicht. Ich hab euch die Wegfindung überlassen. Wir fallen jetzt komische Sprüche mit Männern ein, aber das passt jetzt gerade nicht. Also es würde passen, aber welche es würde Männer? Nicht jetzt passen. Egal. Morana scheint immer noch fasziniert von der Geschichte, dass Beatrice ein Mann war. Gehen wir weiter, bevor wir noch mehr davon... Das ist der Abschnitt, in dem ich mich auch nicht auskenne. Nun, hoffen wir einfach, dass er nach draußen führt. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir weiter, ne? Weil zurück ist... Ich halte die Ausschau nach Eierschalen. Zurück ist ekelhafte Wurzelsuppe, wie man... Du brauchst es nicht nochmal extra zu erwähnen. Gut, okay, gut. Dann weiter. Und sie würde weitergehen. Ah, wie sind die Lichtverhältnisse? Die Lichtverhältnisse sind so, dass von oben von dem Saal noch etwas dämmeriges, oranges Zwielicht in den Gang nach unten fällt. Ansonsten wird das Licht durch eure Lichtquellen bestimmt. Wenn ich mich richtig erinnere. Ich erleuchte den Stein, den sie mir wahrscheinlich gleich wieder hinhalten wird. Genau, danke, weil mein letzter Stein ist ja irgendwo im Sand von den Skorpionen nach. Im Sand gewesen. Ja, du wirst ihn vermissen. Und dann hatte sie sie hatte sich dann einen neuen. Er hat so viel erlebt mit uns. Das ist richtig. Der ist mir ans Herz gewachsen. Der Stein ist also im Sande verlaufen. Hm. Ja, sozusagen. In Gedenken an Stein 1. Stein 1. Ist der zweite gut, dann, ja, dann Steini? Nein, der heißt jetzt Stein 2 oder S2. In Ehren an. Ja, das ist, also Morana hat festgestellt, dass es einfach sehr, sehr praktisch ist, wenn man sich nicht damit aufhält, ausschweifende Namen zu geben. Du willst einfach keine, okay, keine emotionale Bindung mehr damit aufbauen. Verstehe. Ja, außer zu dieser Katze. Wie hieß sie nochmal? So viel zur Bindung. Die ist nicht Mimi. Remi, danke. Passt. Remi, außer du bist immer eine Besonderheit. Bist ja auch schon lange dabei, wehe, du stirbst.
Dann beschwöre ich ihn einfach neu. Das ist der Vorteil. Im gewissen Sinne an einem. Es gibt Magien, mit denen kann man Dinge, die man wegwirft, zurückkommen lassen. Okay, ja, gut, aber ich möchte jetzt keine... Nekromantie zum Beispiel. Nein, ich meinte was anderes. Wir wissen, wie schief das gehen kann. Vor allen Dingen, wir reden hier nicht über Wegwerfen. Also... Wir reden hier schon über tragische Unfälle, die vorher passiert sind. Ich habe von dem Stein geredet und du? Nee, wir haben und vorher über eine Katze geredet und dann redest du über Wegwerfen. Es ging Morana um den Stein. Sie wollte was sagen, setzt an, hat dann die Diskussion bei dem Bein, dreht sich um. Ich war doch bei dem Stein, nicht bei der Katze. Ist dein Herz aus Stein, wer von euch auch immer. Irgendeiner bestimmt. Du kannst dir keine Namen merken. Ich glaube, der Weg der Rose wird für dich immer schwerer, Liebes. Ach. Rama. Baby. Ihr folgt weiter dem abwärts führenden Gang, der schließlich an einer Türöffnung endet, einer großen, die in eine große Höhle führt. Die bearbeiteten Steinwände machen Platz für natürliche Höhlenwände und diese Höhle öffnet sich zu einer Seite hin wieder zu dieser Schlucht, die ihr schon von oben gesehen habt. Mhm. Die dummerweise immer noch keine Option ist. Jetzt allerdings befindet ihr euch anscheinend am unteren Ende. Soweit habt ihr euch nach unten bewegt. Ein Art sandiger Strand geht in einen steinernen Steg über, der in das Wasser am Grunde der Schlucht hinausragt. Dunkles, stilles, fast ölig wirkendes Wasser. Und an diesem Steg liegen einige Boote, die sanft in dem wehren schwarzen Wasser vor sich hinschwanken. Hey, steht da irgendwo ein Fährmann? Nein, bis auf euch könnt ihr keine Leben oder Toten, untoten Wesen in dieser Höhle erkennen. Allerdings fällt euch auf wieder, dass sich etwas weiter draußen die Wasseroberfläche bisweilen leicht zu wölben scheint, um dann wieder langsam und zäh zurückzusinken. Also wir sind uns, glaube ich, schon mal alle einig, da will keiner von uns reingehen. Nein. Oder sonst irgendwas. Nicht freiwillig. Also ich sehe nur... Nur das Problem ist... Wahrscheinlich noch. Müssen... Yep. Ihr erinnert euch noch an den Ausblick oben, bei dem ihr in den Felswänden der Schlucht knapp über dem Wasserspiegel noch weitere Art Tempeleingänge erkannt habt. Zwei von eurem Blickwinkel aus. Und am Ende der Schlucht habt ihr so eine
Plattform in diesem Wasser gesehen. Und aus der Richtung dieser Plattform trieb, hinter der ein Wasserfall herunterkam, trieb ein leeres Boot auf diesem Wasser, das eine deutliche Ähnlichkeit zu denen aufweist, die hier liegen. Das sind so langgezogene, schmale Boote mit jeweils hochgezogenen Enden, die dann wieder einen leichten Bogen nach vorne machen. Eine Bauweise, die euch sehr antiquiert vorkommt und die man aus eurer Gegend nicht kennt. Aber sie sehen zumindest robust und intakt aus. Wie viele Leute passen denn da in ein Boot? In ein Boot würden bequem bis zu 6 Leute hineinpassen. Wenn man sich das anschaut, sieht man auch so quer eingezogen Sitzbänke und es sind auch Ruder zu sehen, die an den Bordwänden innen an der Seite gelagert sind. Das passt doch mit unseren beiden Berüsteten. Die 10 wäre dann als 2. Wir Leichtgewichte. Kommt hin, ne? Die große Frage ist, kann jemand außer im Kreis damit fahren, umgehen? Nein. Mm-mm. Haben wir 2 oder ein Ruder? Da sind insgesamt sogar 6 Ruder drin. Also, das kriegt man doch hin, ne? 4 Leute, 2 links, 2 rechts, unter Anleitung. Was sagst du in deinem jugendlichen Wahnsinn? Ich guck uns so an, denk mir, wird schon klappen. Ich habe keine Ahnung. Dann fahren wir 5-mal im Kreis, aber dann werden wir auch irgendwann mal den Dreh raus haben. Ja, und dann hängt der erste kotzend über der Reling. Aha. Ihr stellt euch das so schwer vor. Stellt ihr das, glaube ich, so leicht vor? Remi gibt den Ton an. So, und Morana geht zum nächsten Boot. Gleich wieder da. Hm. Alle schweigen. Bibi. Okay. Boot liegt an sich schon im Wasser, beziehungsweise es sind 4 Boote dort. Welches wollt ihr nehmen? Gebt mir eine Zahl zwischen 1 und 4. 3. Ich sag das, was am robustesten aussieht, aber... Okay. 2. Ihr müsst euch auf eines einigen. Ich kann ja sagen, dass das 3 ein Loch hat. Na komm, dann auch 3. Das
Dieser dritte Charakter hat keine Würfel dabei. Das dritte Boot sieht durchaus vertrauenswürdig aus und stabil. Es liegt auch gut im Wasser, wie ihr merkt, als ihr hineinklettert. Und eine von euch löst die Verteuung mit einem Bronzering, der an dem Steg eingelassen ist. Und ihr versucht, das Boot in die von euch gewünschte Richtung zu lenken. Jetzt würde ich von einer Person einen Survival-Check bekommen. Das ist sozusagen die Instruktion für die anderen, wie sie zu rudern haben. Ich würde eine 14 anbieten. Mhm. Und von den anderen allen ein Athletics-Check. Wie sie sich mit den Rudern so anstellen. 12. Da habe ich Athletics plus 6, aber ich habe eine 1 gewürfelt. Ach Mann! Oh. Ich bin eigentlich verdammt gut damit. 19. Weißt du, dann kommt die Stubenhockerin und würfelt 19. Miriel hat erstmal so ihre Probleme mit dem Ruder, das ist umzusetzen. Ist ja auch keine Sache von Stärke, ist eine Sache von Koordination. Und, das habe ich gerade als nur Muskeln ohne Hirn bezeichnet. Und sie versucht, hat etwas Schwierigkeiten, die Tipps und Anweisungen von Morana erstmal umzusetzen. Das fällt aber gar nicht so auf, da irgendwie vor allem durch Beatrice das ziemlich kompensiert wird. Hat ja auch keine Rüstung, die behindert. Nachdem nach einem etwas slalomartigen Beginn bekommt er es durchaus ganz gut hin, in die Richtung zu kommen, in einer relativ geraden Linie, in die ihr wollt. Aber welche Richtung ist das? Wollt ihr euch das Boot anschauen? Nicht zum Wasserfall runter. Welcher Wasserfall? War da nicht was von einem Wasserfall? Der Wasserfall kommt von oben herunter. Ach so, okay. Also du kannst, ja, man sollte da auch nicht hin, weil... Naja, also, aber wer weiß, es gibt genug Geschichten, dass Dinge hinterm Wasserfall sind. Ja, und was willst du da hinterm Wasserfall finden? Noch mehr Eier? Dann können wir sie zumindest kaputt machen. Oder uns, wenn die Inhalte essbar sind? Nein, einfach nein. Okay, also wir können im Boot gucken. Ich habe gefühlt schon Schlimmeres gegessen. Also, oder ich bin schon so abgestumpft, dass ich einfach sage, Wurzeln? alles ist besser als diese Wurzeln. Also was ihr habt da unten, ihr hattet dieses herrenlose Buch gesehen, zwei Hirnlos? Tempelherren. Gut, vielleicht auch hirnlos. Das könnte man ja nachsehen. Behauene Tempelfassaden in den Wänden der Schlucht, knapp über der Wasseroberfläche. Die könnt ihr euch ungefähr so vorstellen wie diese Tempel in Petra, die ja auch so in die Felswand gebaut sind. Ich persönlich würde mich ja für die Tempel durchaus interessieren. Man kann noch einiges dort erfahren, aber ich richte mich nach euch. Und ansonsten war dann noch diese steinerne Plattform vor dem Wasserfall eben, der da runterkommt. Und gut, dass es Petra heißt und nicht Petro. Ich hab schon wieder einen Ohrwurm. Also, das Boot könnte einerseits eine Falle sein, um uns dahin zu locken. Andererseits könnte vielleicht etwas in dem Boot sein, was wir in unser Gepäck aufnehmen könnten. Also ich vermute, dass da wahrscheinlich irgendeine arme Sau drin ist. Oder die Überreste einer armen Sau, um es besser zu sagen. Vielleicht Gold hat.
Steinstatue und alles ist Stein. Auch das Gold. Dann wäre das Boot untergegangen. Na, ich glaube, dass also so wie. Also mein Eindruck von dem Boot ist jetzt nicht, dass es nur weil da jetzt eine Steinstatue gegebenenfalls drin ist, deswegen direkt untergehen würde. Aber ich sag mal, im Normalfall, Fire, würde ich dir zustimmen, was die Tempel anbelangt, aber nicht in also nicht wir in unserer aktuellen Lage. Also ich würde da dann lieber mit mehr Leuten. Welchen Weg schlägst du dann vor? Wiederkommen. Zumindest also wenn es um den Erforschungsdrang geht. Wie gesagt, welchen Weg schlägst du vor? Das andere ist, die Tempel sind natürlich durchaus ein Weg, wo es rausgehen könnte. Aber ich denke, sie ist noch in der Findungsphase. Ich merk's. Ich wollte einfach nur wissen, wohin. Ja, arbeite du mal an deinen dünnen Ärmchen, ja? Du bekommst einen Knopf mit der mit dem behandschuhten Handschuh in den Oberarm. Ach. Und das Boot wackelt. Natürlich. Ich würde erstmal auch das Boot sagen. Einfach um sicher zu gehen, dass uns da von dort aus keine Überraschung droht. Und damit wir vollzählig sind, Luna. Ich schließe mich euch an, ich habe keine Ahnung, wo lang. Okay, Luna hat keine Meinung, wir fahren zum Boot. Links, zwei, drei. Du betreibst nicht. Man merkt, Morana hat ein bisschen Spaß daran. Also, solange Morana mitrudert, ist es mir egal, ob sie da kommandiert. Muss. Da kannst ja nicht, vor allem, man muss ja auch steuern. Ne? Nee. Sonst wird es schwierig werden oder eine müsste ständig die Seite wechseln. Genau. Okay. Ihr steuert das Boot an. Und das treibt so führungslos langsam vor sich hin. Das Wasser selbst sieht tatsächlich nicht so aus, als würde es hier eine großartige Strömung geben, trotz des Wasserfalls am einen Ende der Schlucht, aber dennoch ist dieses zähe Wasser irgendwie in Bewegung. Vielleicht hat jemand den Stöpsel gezogen. Als ihr an dem Boot längsseits geht, habt ihr den Eindruck, den ersten, dass es leer ist? Und es liegt kein Körper darin oder irgendwelche großartigen Gegenstände. Würdet ihr nach etwas Bestimmtes sehen wollen? Einen Moment, jetzt muss ich nach. Wir einsehen können schon, dass das Boot leer erscheint. Morana fällt auf, dass irgendetwas feucht glänzendes sich am Boden des Bootes zu befinden scheint. Noch mehr Schleim? Auf die Frage hin schaut Morana genau hin und tatsächlich ist es irgendwie glibberiger Schleim.
nicht viele Spuren, aber sie sind vorhanden. Morana guckt vom Boot nach oben. Ich war kurz versucht, einen Acrobatics-Check zu verlangen, um zu sehen, ob sie das Gleichgewicht verliert, wenn sie in einem wackeligen Boot nach oben schaut. Aber ich glaube, Morana ist trainiert genug, dass sie sowas locker kann. Der Blick nach oben offenbart ihr, dass über der Schlucht immer noch ein starker Sandsturm tobt, der auch für dieses gelblich-orange Licht, in das alles getaucht ist, verantwortlich ist. Aber sonst ist nichts Auffälliges zu sehen. Ah, okay. Nachdem die Schlucht auch keine Decke hat, kann auch nichts von oben herunterfallen, zumindest von keiner Decke. Keine Eier. Ich muss dich enttäuschen, Feriel. Spiegelei ist aus. Enttäuscht mich nicht, ich bin eigentlich ganz froh darüber. Dankeschön. Wollt ihr an dem Boot noch irgendetwas überprüfen? Also diese Schleimspuren sind jetzt nicht einfache Pfützen oder sowas, sondern es sieht eher aus, wie wenn halt etwas an etwas entlang gerieben hätte oder entlang geschleift wäre. Hat jemand Salz dabei? Diese Art Spuren. Ja, man, also erkennt auch irgendwie die Spur, in dem Boot in eine gewisse Richtung geht? Wohl in Längsrichtung des Bootes. Also wenn wir längs an dem Boot sind und wir gucken jetzt gerade rein. Innen, also wie wenn sich etwas von vorne nach hinten in dem Boot bewegt hätte. Morana stellt die Frage eher an die Allgemeinheit. Ich weiß nicht, ob ich da reingucken will, also noch intensiver reingucken will, wenn ich da schon eine Schleimspur sehe. Entweder ist das, was Schleim hinterlassen hat, pupp und platsch, oder es ist noch irgendwo in der Ecke und sagt Mama beim ersten Augenkontakt. Wie seht ihr das? Also, wenn da so Schleim ist, bin ich für... Es ist eh sonst nichts da drin zu finden, wir können auch wegfahren. Feriel scheint sich überhaupt nicht wohl zu fühlen. Also gucken wir mal die beiden anderen an. Ich bin gerade am Überlegen, wie sinnvoll es ist, es gegebenenfalls einfach abzufackeln. Tu dir keinen Zwang an. Ich weiß nicht, ob ich das tun möchte, weil ich weiß nicht, was das für eine Flüssigkeit ist, auf der wir hier gerade rumwandeln. Genau das. Also ich. Problem? Sagen wir mal so, wenn es irgendwas Öl, Petroleum Richtung gewesen wäre, das hätten wir schon gerochen. Aber ich beug mich vorsichtig ein bisschen an den Rand, um das Wasser genauer anzuschauen. Aber es wirkt eben leicht zäh. Feriel fühlt sich so an diverse Kräutermedizin erinnert, die man so verabreicht bekam, wenn man mal eine Erkältung hatte. Allerdings riecht es nicht danach, sondern eher wie Wasser? Dumpfes Wasser. Nicht ganz wie Wasser, irgendetwas ist anders, aber erinnert es mich an das Wasser von dieser Zwischenwelt? Ich meine, hier ist keine Lichtquelle, deswegen kann ja alles sein. Nicht an das Wasser dieser Zwischenwelt, nein. Okay. Nehm eins von dem Kochzeugs, was man immer auf einer Reise unterwegs hat, so ein Becher und würde mal ein bisschen was davon abschöpfen. Mhm. Prost. Ich möchte es nicht trinken. Es hat tatsächlich so eine leicht ölige Konsistenz und
auch in dem Löffel sieht es sehr dunkel aus. Also es hat tatsächlich eine gewisse Eigenfarbe und das Dunkle dieses Wassers kommt nicht nur von der Tiefe der Schlucht. Okay, jetzt wo ich das auf dem Löffel habe, würde ich es ganz nah an den Mund halten, an die Nase halten und nochmal dran riechen. Nützlich. Nein. Also Beatrice, du kannst das hier auch abfackeln, wenn wir einen Ausgang gefunden haben. Ich warte nur gerade, bis Firel den Löffel wieder etwas weg vom Gesicht hat. Bis Firel den Löffel abgibt. Nein, nein, also ich meinte nicht, dass du das anfackeln sollst, während wir noch auf dem Boot in dieser Flüssigkeit sind, sondern wenn wir schon irgendwo sind, wo wir weiter könnten und nicht wieder hierher zurück müssten. Schon klar, was du meinst. Okay, danke. Aber die Probe ist nicht verkehrt, um zu gucken, ob es überhaupt brennt. Ich könnte ihn so ein bisschen... Kannst du ganz kleines Feuer machen? Diesen Löffel halt. Ich würde ihn so übers Wasser halten und dann so, ja, vorsichtig anzünden. Naja, also ich kann Feuer kontrollieren im gewissen Maße und das entsprechend in der Menge auch quasi direkt löschen. Würde ausreichen. Lass uns das doch versuchen, um das wenigstens auszuschließen. Ja, dann hole ich die Kerze raus, um die Kerze anzuzünden. Weil das Blöde ist, der Ich habe keine Kerze dabei, deswegen denke ich da nicht so dran. Das Entscheidende ist, das Blöde ist, der Zauber heißt halt Control Flames und nicht... Ja, klar, du brauchst halt trotzdem eine vorhandene Flamme dann, ne? Ja. Also, ich kann Feuer kontrollieren. Kerze anzünden. Würde dann die Kerze anzünden und die Kerze eben zum Löffel führen. Mhm. Und gucken, ob mit der Flüssigkeit... Also ob die Flamme irgendwann überspringt. Die nicht Flamme. Flamme leckt über den Löffel, hinterlässt feine Rußspuren und legt kurz über den Rand des Löffels über die Flüssigkeit. Doch nichts passiert. Verdampft sie dann oder bleibt da einfach nur diese Flüssigkeit im Löffel? Also diese Kerzenflamme ist nicht so heiß, dass da direkt jetzt was verdampft. Bis jetzt zeigt sich bei der ersten Berührung noch kein Effekt. Also wenn es brennen können sollte, dann tut es das nicht sofort. Hoffentlich nicht auch später. Ich mach die Flamme, also ich mach die Kerze wieder aus. Ich lass das Wasser wieder ins Wasser reintriffeln und pack den Löffel weg. Macht so ein leises Blub. Das Wasser halt blubsen. Bist du dir sicher, dass du den Löffel weiter benutzen willst? Sie verdreht kurz die Augen. Kannst ihn ja mit Sand abspülen. Ja, mit Sand. So Sandpeeling beim Löffel. Da hat man früher ja wirklich die Töpfe so ausgewaschen. Also. Kannst dann auch als Hautpeeling, egal. Plattform? Plattform. Bevor hier so eine, ich weiß nicht, kennt ihr diese Anglerfische? Ja. Yeah. Plattform. Ja. Hör mir auf, ne? Am Ende kommt wirklich einer. Wie motiviere ich eine gute Idee, ne? Und dann, sobald ihr 3-5 Fuß in die Richtung gepaddelt seid, hört ihr hinter euch ein Geheulen und hervorhebt sich mit Antenne an dem Fisch, nee, Dingens. So eine Laterne. Genau, die Laterne ist dann die... Wir rudern an die das Plattform. Das Bötchen. Wie bringt man den Game Master auf schlechte Ideen? Ja, und wenn wir einen Köder brauchen, schmeißen wir einfach Morana ins Wasser. Mit dem, ich schmecke nicht. Als Köter bist du, sind Luna oder Ferie besser geeignet, weil ihr werdet nicht so schnell verschlungen. Bei euch beißt man sich ein bisschen die Zähne aus.
Genau. Wir gehen besser unter. Das ist ein anderes Problem. Nee, das ist ja auch. Der Köder soll ja unter Wasser, also. Ja, aber ich würde gerne auch wieder rauf. Ja, dafür hast du ja dann uns. Guckt sie etwas zweifelnd an. Darüber sprechen wir noch. Oder am besten nicht mehr. Wir sollten ihr vorher irgendwas in ihren O-Saft schütten. Irgendwas. Sie kann nicht stark hören. Alkoholhaltiges. Sie kann nicht hören und das ist ihr schmecken. Wir werden es ihr als irgendein neues Getränk der Taverne unterjubeln. Also ich bin manchmal nicht immer gerade schnell in manchen Dingen, ja, aber ich bin nicht blöd. Du grinst aber zurück. Nein, naiv. Alle weiter. Du merkst so einen kleinen Lufthauch in deinem Hinterkopf. Ich sitze hinten. Ich muss doch angeben, wo es lang geht. Der Steuermann sitzt immer hinten. Hast du eine Ahnung dann von solchen Dingen? Mhm. Wie du siehst, kommen wir, auch wenn es länger dauert, dahin, wo wir hinwollen. Also. Stetig und mühselig, aber immer dem Ziel entgegen. Deshalb bekomme ich von euch nochmal ein Survival und die Athletic-Checks. 21. Für Athletic. Eine 8. Feriel hat mich abgelenkt. Und eine 23 für Acrobatics. Immer diese Ausrennen! Athletic war es, gell? Ja. 17. 15. Athletic, oh sorry, ich habe gerade, was habe ich? Acrobatic, Moment. Ja, ich tanze euch einfach ein 17. Ihr kommt gut voran. Ich stelle mir vor, wie ich so gut paddle, dass das Schiff so aufsteigt und wie ein Motorboot fährt. Oh, da musst du aber... Warst du jetzt auf Obelix oder was? Ja, da musst du dich richtig ins Zeug legen für. Aber ich glaube, Firiel kann da bestimmt. Die hat die Kraft, wa? Sie ist stark. Sie hat schon Oberarme, du. Ihr rudert kräftig vorwärts und kommt auch gut voran. Bisweilen fallen euch wieder Stellen im Wasser auf, in denen sich dieses etwas dickflüssige Wasser für einen Moment sachte wölbt und dann wieder glättet. Vögel. Als ihr ich im Wasser plötzlich einen größeren Widerstand spürt und das Boot langsamer wird und schließlich trotz eurer Ruderbemühungen plötzlich stoppt. Und einen Augenblick später hört ihr ein leises Plätschern und ein länglicher, langenartiger Arm riecht über die Bordwand, wie der Tentakel eines Tintenfischs, nur anscheinend viel, viel größer, und tastet geradezu vorsichtig über das Holz des Bootes. Bin geneigt, ihn Paul zu nennen. Paul? Wir tun dir nichts. Björn? Du tust uns nichts. Klingt nach einem Plan, oder? Was machen die anderen?
Auf einer Skala 1 bis 10, wie bedrohlich findet Virial das? Hm. Es könnte auch gute große Tentakel-Tintenfischenviecher geben. Ja, Virial sieht einen großen, weichen, nassen Tentakel mit Saugnäpfen, der sehr vorsichtig über das Holz des Bootes tastet und den. In Anbetracht der Tatsache, Boden. Dass das andere Boot leer war, glaube ich, dass wir ein Problem haben. Wie weit weg ist das Sofa noch? Ihr habt noch so ungefähr 50 Meter bis zu der Plattform. Mhm. Möchtest du aussteigen und laufen? Ich möchte was ganz anderes tun. Aber wir können uns, also nicht mehr wir können uns auch nicht mehr weiter bewegen, richtig? Im Moment steht das Boot, ja. Und wir können auch mit Rudern uns nicht bewegen, weil es uns festhält, ja? Irgendetwas scheint euch tatsächlich festzuhalten, ja. Dann, ich habe ja meine Sachen an mir dran. Das passiert mehr oder weniger gleichzeitig. Tätschelt sie noch nett den Tentakelarm. Hey, mein Freund, mir nach. Öffne die spektralen Flügel und flieg erstmal in die Lüfte, weg vom Boot. Will das Ding weglocken. Ich hätte befürchtet, sie kommt jetzt mit dem Schwert und Stich zu. Ich auch. Das ist How to Rage. Maul. Nein, ich habe liebevoll getätschelt. Sie hat es auch wirklich mit einer freundlichen Stimme, nicht mit einer aggressiven Stimme gesagt. Und dann ist er, hey, hier bin ich. Hallo. Hack's einfach ab. Bei der Berührung zuckt der Tentakel kurz zurück, hält dann aber inne. Und als Virial sich in die Luft erhebt, folgt ihr der Tentakel ein kurzes Stück und zähes, öliges Wasser tropft auf das Boot und die Wasseroberfläche herunter und die anderen spüren in diesem Moment, dass das Boot wieder frei scheint. Paddelt einfach zur Plattform. Na dann. Also ihr paddelt? Ich lenke. Waren das so freie Ruder oder waren die Ruder irgendwo drin? Wie so Kanu-Ruder. Okay, das heißt, sie nimmt ihr Ruder nach hinten und versucht dann effektiver zu lenken. Ich würde auch dabei noch weiter hochfliegen, also aufsteigen. Und parallel aber weiter entfernt vom Schiff, um halt eben, wenn es wieder Aufmerksamkeit kriegt, nicht gleich beim Schiff ist, auch Richtung Plattform fliegen. Okay. Richtig. Dann nicht so hektisch paddeln. Langsam eintauchen. Dann kriege ich von Beatrice und Luna wieder einen Athletics-Check und von Morana wieder einen Survival-Check. 4. 7. 23. Die Richtung stimmt, das Tempo lässt etwas zu wünschen übrig. Ey, ihr habt keine so langsam. Es sollte ja auch nicht so hektisch sein. Könnt vielleicht ein bisschen an der Panik liegen. Kannst du nicht irgendeinen Windzauber mit Rückstoß? Nein. Nein. Und ihr bewegt euch langsam, aber zumindest beständig auf diese steinerne Plattform zu, während Virial über euch höher steigt und in der öligen Schwärze des Wassers unter ihr
irgendetwas von einem immensen Ausmaß wahrnehmen kann. Ich packe irgendein Gelumse aus meinem Inventar, caste dann noch Light und würde das dann auch von uns allen weg Richtung Wasser schmeißen, das leuchtende Etwas. Einfach nur weit weg von uns, weil sie kann nicht ewig fliegen. Firil wirft den leuchtenden Gegenstand in das Wasser, der dumpf hineinplatscht und dann sinkt das Licht nach unten. Und jetzt kann Firil Tentakel sehen. Oh! Viele Tentakel. Wow! Fliege halt wirklich mehr so Richtung Plattform. Die sich ineinander zu winden scheinen. Die Wasseroberfläche immer wieder wölben und zurücksinken lassen. Und sich dann fast neugierig spielerisch um dieses Licht ließen, das dort langsam nach unten sinkt. Und dann muss sie sich auch langsam Richtung Plattform huschen. Mhm. Würde dort landen, ehe die spektralen Flügel auch wieder verschwinden. Ich krieg von den anderen dreien nochmal ihre Würfe. Sie zeigt so mit den Fingern 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vier. Was könnt ihr eigentlich? Ihr kommt nur langsam voran, da er auch sehr bedächtig arbeitet, aber gleichzeitig damit kämpft, nicht in Panik zu geraten. Vor allem, wenn sich das Boot dann bisweilen im Wasser plötzlich etwas hebt und wieder zurücksinkt. Aber letztlich gelingt es euch doch, dann diese Plattform zu erreichen. Wie ist denn die Plattform? Geht das dann dahinter wo rein oder wie kann man sich das vorstellen? Das ist eine steinerne Plattform mitten in diesem dunklen Wasser. An den Rändern sind Bronzeringe eingelassen, wie an dem Pier, an dem ihr die Boote gefunden habt. Und auf dieser Plattform befindet sich eine leuchtende, schimmernde Fläche direkt in ihrem Zentrum. Hoffentlich haben wir unsere Situation gerade nicht verschlimmert, weil wir uns hier festsetzen. Ich mustere die schon mal ein bisschen, während die anderen noch herankommen. Gib mir mal einen Investigation-Check. Was kannst du eigentlich? Sechs. Nicht mehr als ihr. Fasziniert von dem Leuchten und Schimmern in der Mitte der Plattform fällt Firil sonst nichts Besonderes auf. Erinnert mich das an das andere Ding, was wir hatten? Welches andere Ding meinst du jetzt? Als wir das letzte Mal von diesem Wüstending zurück sind, war doch auch irgend so ein Portalding oder so eine Scheibe oder sowas. Oder ist das was anderes und ich habe die Beschreibung noch nicht gecheckt? Tatsächlich wirkt es irgendwie ähnlich. Nicht genauso, aber ähnlich. Kann ich es berühren? Also ich würde einen Finger näher dran halten, aber ich würde es nicht berühren. Das mag gespritzelt oder so. Wer von euch hat eigentlich gleich wieder diesen Stein mit dabei, den ihr aus einem von den Bruchstücken von so einem Steinwesen mitgenommen habt? Irgendjemand hat da. Ich glaube, Alice war das. Nee, Beatrice hat doch was mitgenommen. Ach so. Dann habe ich das verwechselt. Ich dachte, wegen deinem neuen Stein da für Leuchten. Eben. Ich hab was mitgenommen. Einfach ja. Ein Stein vom Boden.
Beatrice hat auch was mitgenommen. Ich hab mitgenommen. Ja, genau. Stimmt. Ich bin alt, ich kann mir nicht alles merken. Einfach. Dieser Stein kann vielleicht einer von da sein, aber Beatrice hat explizit was aus einer. Ach so, okay. Mit so einer Kristall. Weil ich da eben auch Kristall eine merkwürdige Reaktion hatte. Ah, okay, ja, macht Sinn. Ist ja auch eher dein Spezialgebiet. Spezialgebiet würde ich es jetzt noch nicht nennen. Ja, aber mehr du als wir. Firil nähert sich mit der Hand etwas diesem Leuchten und sie spürt irgendwie eine Energie, die diesem Leuchten innewohnt. Mhm. Und aber tatsächlich auch so eine Ähnlichkeit mit dem Gefühl hat, dass sie hatte, als damals dieses Portal durchschritten wurde. Und es ist nicht genau gleich, eher eine Verwandtschaft als eine Gleichheit. Okay. Nach einiger Zeit kommen auch die anderen an. Weiter hinten im Wasser kann man hin und wieder mal das Leuchten dieses Gegenstandes erkennen, den Firil da ins Wasser geworfen hatte. Habe ich das Viech tatsächlich wie mit einem Hund und mit einem Spielzeug abgelenkt quasi? Ja. Du hast ihm viel Freude bereitet. Offensichtlich. Und ansonsten bleibt es ruhig. Die anderen erreichen die Plattform mit dem Boot. Ja, ich würde gleich, ist am Boot irgendwas, wo man es befestigen kann? Ja, da war ein Seil dran, mit dem war es am anderen Pier festgebunden auch. Ja, wirf mir das Seil zu, sag ich dann, und dann würde sie das an den Ringen befestigen, damit die anderen sicherer aussteigen können. Und ich glaube, Luna dürfte sie, ich glaube, sie dürfte die Flügel zum ersten Mal gesehen haben. Ja. Stimmt. Die haben bisher nur die Luna auch so sparsam. Ja. Ich sehe nichts, ich sehe nur eure Rücken, also. Sie würde auch dann den anderen eine Hand reichen, um sie auf die Plattform zu ziehen. Damit wäre es kein Problem, da sicher auszusteigen. Aber der Plan. Würde ich ja nehmen. So, und jetzt? Also das Ding hier, ich weiß nicht, was es ist. Es erinnert mich an das andere, aber es ist irgendwie auch nicht das Gleiche. Du sprichst in Rätseln, was? Ha? Ja, ich weiß nicht, was das ist. Es erinnert mich nur an das andere Portal, aber es ist nicht sowas wie das andere. Also vielleicht kann uns Beatrice helfen. Du bist doch magische Dinge, Profi. Ach, in dem Tempel, als wir... Also wenn du sagst, es ist ähnlich einem Portal, dann kann ich dir genauso viel sagen, betrifft die Schule Conjuration. Da brauche ich tatsächlich ausnahmsweise keinen Zauber für. Es hätte ja sein können, dass du ein bisschen mehr als ich weißt oder erahnen könntest oder entschlüsseln könntest. Nicht in 5 Minuten. Ich gucke zum Wasser, ich gucke zu dem leichten Lichtschimmer und den Wasserbewegungen. Okay, ich glaube aber, sollten uns dann nicht die Zeit nehmen, sondern überlegen, fahren wir woanders hin oder gehen wir durch? Oder gehen wir einfach durch? Richtig. Ich gehe einfach Richtung Plattform. Mhm. Ich bin jetzt durch so viele. Achso, ich dachte, das ist das Einzige, was auf der Plattform drin ist.
Also ich meine mit der Plattform also den magischen Kreis. Das Leuchten. Ach so, ja. Du gehst dahin. Ich wollte gerade sagen, ich war doch nicht hier, da ist doch sonst nichts anderes. Vielleicht sollten wir jemand anderes vorschicken, bevor wir dich wieder verlieren und dich wieder suchen müssen. Dann lohnt sich das wenigstens, jemand anderen zu suchen. Dann haben wir ein bisschen Abwechslung, weißt du? Sie macht so dieses verneigende Geste mit der Hand nach vorne. Be my guest. Kann ich irgendwie drauf wirbeln, ob ich jetzt weiß, was Firiel damit gemeint hatte, mal nachdem ich es gesehen habe mit Flügeln? Ja. Ich kann hier nicht mal Firiel beantworten, also. Wir können auch was draufschmeißen ins Loch. Alternativ, wir können uns Anna in die Hand nehmen und gehen gemeinsam drauf. Die Idee mag ich übrigens. Und wenn, dann sterben wir alle zusammen. Finde ich gut. Nicht. Wenn wir hier bleiben, gibt es Tentakel. Das sind viele Tentakel. Habt ihr gesehen, wie viele das waren? Das waren. Ich habe nicht hingeguckt. Ich will es auch nicht genau wissen. Ich war nicht da oben. Also ich weiß, dass ich dann doch tatsächlich lieber mit den Toten in der Pathologie rumhänge, als damit. Also warte, wenn das Zeug da vielleicht auf lebendes Gedöns reagiert, das da, sie geht zu Firiel, wird die Rose, die eventuell noch da dran ist, also ist die Rose noch da dran, die schon welkende Rose? Ich halte es für unwahrscheinlich, dass die Rose noch festgehalten hat, ehrlich gesagt, bei allem, was passiert ist. Ich glaube, die hast du, glaube ich, auch bei dir in deinem Zimmer gelassen. Gut, da dreht sie sich um, guckt sie an. Hast du die Rose gefressen? Nein. Aber wo ist sie? Nach alledem, was gerade die letzte Zeit passiert ist, wie wahrscheinlich ist es, dass eine Rose das alles auf Dauer mitmacht? So gehst du also mit meinen Sachen um. Danke. Dann dreht sie sich um und geht genau auf dieses Portal zu. Die ist übrigens bei mir zu Hause. In einem Glas. Mit Wasser. Dann bleibt sie genau vor dem Ding stehen. Okay. Hast du... Du hast sie ihr schon vor Ewigkeiten gegeben, ne? Ja. Eben. Vor 4 Tagen oder so. Eben. Das sagst du jetzt nur, um dich noch zu retten. Ich werde das prüfen. Wehe, sie ist nicht da. Und sie macht einen Schritt nach vorne und blitzt. Okay. Erstmal eine Frage an Beatrice sozusagen. Dieser Stein, wo ist der in der Ausrüstung verstaut? In meinem quasi Geldbeutel. Mhm. Also so eine Umhängetasche ist das irgendwie, oder so eine Gürteltasche. Oder? Gürteltasche. Mhm. Okay. Dann kriege ich von allen auch noch einen Perception-Check. Wird nicht besser. 8. 20. Okay. 16. Hm. Auch einen neuen Würfel. Ist das Richtige? Ja, habe ich das Richtige. Morana und Beatrice fällt auf ihrem Weg zu dem Leuchten auf, dass auf dem Steinboden der Plattform auch wieder so bleimige Spuren zu sehen sind, wie in dem Boot auch zu sehen waren. Sie bewegen sich dann auf dieses Leuchten zu, als Beatrice plötzlich das Gefühl hat, als würde sie irgendetwas an ihrem Gürtel festhalten und verhindern, dass sie sich weiter vorwärts bewegt. Was willst du jetzt, du blöder Stein? Ich krame in meine Tasche und hole diesen Stein hervor. Beatrice holt diesen
Stein hervor und es ist tatsächlich so, als könnte sie ihn nur an einer unsichtbaren Wand hochziehen. Sie kann ihn dann weiter weg vom Zentrum bewegen, aber nicht dann näher. Lass ich den Stein fallen und schau mal, ob ich dann weiter darf. Und dabei, während sie den Stein hält, fühlt sie irgendwie ein unangenehmes Brummen oder Vibrieren auch in dem Stein. Und wenn sie den Stein fallen lässt, kann sie sich tatsächlich näher an das Zentrum der Plattform und das Leuchten bewegen, bei dem sie gerade dann noch sieht, wie Morana in dem Leuchten verschwindet. Und würde sie auch in das Licht treten? Ja. Ich nicht, definitiv. Dann verschwindet auch. Mich ist allein. Verschwindet auch Beatrice. Viriel mustert kurz den Gegenstand und folgt ihnen dann. Ja, yep, ich folge auch. Remy! Viriel und Luna folgen in das Licht. Verschwinden von der Plattform. Und was? 200 Jahre. Und die Kampagne ist aus. Und tauchen in einer großen, dunklen Kaverne wieder auf. Plan. Wie dunkel? Nein. Ich hab einen Leuchtstein. Ah, was? Also uns beiden, wir haben mit Lichtquellen kein Problem. Ich habe genug Lichtquellen dabei. Die Leuchtsteine muss ich wieder leuchten lassen. Ich habe ja einen anderen zwischenzeitlicher Herz. Ach ja, stimmt. Verdammt. Kennst du dieses, es ist dunkel und du hörst ein Streichholzgeräusch und dann siehst du eine kleine Flamme so ungefähr. Dein Stein leuchtet. Und dann sehe ich, achso. Ansonsten hätte ich zuerst wahrscheinlich Beatrice' Gesicht gesehen, so völlig grimmig. Nee, eher etwas enttäuscht. Okay. Ich Morana. Weil ich den Stein aus Untersuchungszwecken nicht habe mitnehmen können. Um Morana ist erst einmal alles dunkel. Dann bleibt doch stehen. Dann leuchtet es noch einmal auf und sie kann kurz Beatrice erkennen. Kurz darauf gefolgt von Viriel und Luna. Und es erscheint wieder Licht. Ihr befindet euch in einer großen Kaverne, einer Kammer von Säulen gestützt. Vor euch ein steinerner Sarkophag. Die Deckelplatte acht- und rücksichtslos zur Seite geschoben, anscheinend zerbrochen, als sie heruntergestürzt ist. Vor dem Sarkophag seht ihr Knochen. Beatrice? Ja? Und ich muss damit sagen, du siehst gut aus. Wird der Bildschirm schwarz und die Worte wird fortgesetzt erscheinen. Hast du jetzt nicht gemacht, oder? Uns dahin gepackt. Das war jetzt ein schönes Schlusswort. Ach, hier habe ich keine Schwarzblende.